Der Lukas Schauer, heute im Außeneinsatz. Wir schauen uns heute in diesem Video hier die Renovierungsarbeiten in einem Apartment an. Du siehst die Vorherbilder. Wie schaute das Apartment vorher aus? Du siehst die Renovierung. Wir waren hier komplett bis auf eigentlich die Bones, die Knochen runter. Es war kein Dach mehr drauf. Komplett alles neu. Und all das jetzt in diesem Video. Schauen wir uns das Apartment mal an. Ich habe ein komplettes Apartment hier in einem Vorort von Philadelphia in den USA renoviert. Dieses Apartment ist ein Mehrfamilienhaus. Das war mein allererstes Objekt, was ich je gekauft habe. Deswegen hängt hier ein bisschen Herzblut dran. Das ganze Haus wurde jetzt schön renoviert, beziehungsweise, das ist gelogen, nur die obere Etage wurde komplett renoviert. Die untere Etage, die kommt als nächstes dran. Da nehme ich dich mit. Aber jetzt erstmal schauen wir uns diese Etage hier oben an. Was ist hier passiert? Wie schaute das Apartment vorher aus? Falls du die Vorher-Videos zu diesem Haus verpasst hast, die verlinke ich dir alle in der Beschreibung unter diesem Video. Aber selbstverständlich gibt es auch eine komplette Playlist zum Haus. Die findest du jetzt hier oben eingeblendet. Viel Spaß damit! Der knarzende Fußboden, der ist authentisch. So hat sich das überall im Apartment angehört. Hier haben wir das Wohnzimmer. Die schöne alte Tür. Geradeaus geht's zum Schlafzimmer Nummer 1. Rechts ein Kleiderschrank. Achte mal hier auf die Deckenhöhe. Schlafzimmer Nummer 2. Und hinten dran ein begehbarer Kleiderschrank und der Trockner. Und hier ist das Badezimmer. Das ist eine Mumie, oder? Ein Squirrel. Auf Deutsch heißt das Eichhörnchen. Ich renoviere Häuser hier in den USA am laufenden Band. Falls dich das interessiert, schau dich am besten mal bei Instagram auf meinem Kanal um, aber auch hier bei YouTube. Jede Menge Videos, jede Menge Content zum Thema Immobilien, investieren hier in den USA, alles da. Falls dich das interessiert, abonnierst du am besten meinen Kanal, dann informiert dich YouTube immer umgehend, falls ein neues Video von mir hochgeladen wird. Likes kannst du mir natürlich unter jedem meiner Content-Beiträge und Videos dalassen. Danke dafür. Hier sind wir jetzt in der Küche von diesem Apartment. Die Küche hier war auch schon vorher genau an dieser Stelle. Das heißt, wir haben hinten einen Ausgang zum Deck. Da gibt es ein schönes Deck, da können wir gerade nicht rausgehen, weil es regnet. Auch das Deck haben wir neu gemacht, das erkennst du an diesem neuen Holz. Das ist Pressure Treated, heißt es hier. Also für Außeneinsatz behandelt. Die Küche hier haben wir komplett neu gemacht. Das heißt, wir haben neue Arbeitsplatten vom Baumarkt. Wir haben neue Schränke vom Chinesen. Das ist ein super Handel. Da kannst du sehr schöne Schränke kaufen. Die bauen sie vor Ort zusammen. Hervorragend. Neue Fliesenspiegel. Ach ja, und neues Dach. Neues Dach. Und das sehen wir hier. LEDs, komplett neue Elektrik im ganzen Apartment. Aber erstmal zur Küche. Wie gesagt, den Herd, den haben wir wiederverwendet. Hier drüben siehst du den Kühlschrank. Das ist auch noch der alte. Den haben wir auch wiederverwendet. Arbeitsplatte, na klar. Schränke. Und hier noch so ein Highboard, so ein Sideboard, um irgendwie was abzustellen, weil hier oben können wir keine normal großen Schränke ranmachen. Und der Fliesenboden, der ist auch neu. Das heißt, die komplette Küche hier war so nicht gelevelt. Die haben wir gelevelt und auch komplett gefliest. Das heißt, diese Fliesen sind dieselben wie im Badezimmer. Gehen wir weiter durch die Wohnung. Was haben wir noch? Dann haben wir hier den Fußboden. Bester Teppich. Hier sind noch so ein paar Wellen drin, aber das ist nicht so schlimm, weil wir haben den Fußboden unten drunter nicht gelevelt, also nicht Ausgleichsmasse oder irgend sowas verwendet, sondern einfach wirklich drauf gemacht. Das war in dem Fall nicht notwendig, hier mehr zu machen. Hier neben der Küche haben wir eine Waschküche. Nee, wie sagt man dazu? Keine Ahnung. Da kommt die Waschmaschine rein, Anschlüsse, Waschmaschine und Abwasser. Den Trockner konnten wir jetzt da natürlich nicht reinprügeln. Das heißt, den Trockner, den haben wir da. Hier sind die Anschlüsse für den Trockner, das heißt, wir haben Gasanschluss. Hier in den USA ist es manchmal üblich, einen Gasanschluss zu haben, aber wir haben auch Stromanschluss für den Trockner und da ist natürlich Abluft. Foldable Doors. Das ist ein neues Fenster, das ist custom made und hier oben haben wir auch schon den ersten Kopf von der Klimaanlage. Für dieses Zimmer, also Esszimmer, kann man hier draus machen. Dieses Fenster hier haben wir neu gemacht, das ist nicht zum Öffnen. Das ist ein Picture Window, heißt das, Picture Frame Window. Das ist custom made, also es musste angepasst werden, weil dieses Maß ist einfach krumm. Hier dieses Fenster war schon. Das war vorher so ein kleines Zimmerchen. Das heißt, hier circa war die Wand und hier war dann Wohnzimmer. Das ist jetzt hier das Esszimmer geworden. Und hier oben überall schön recessed lights,
CO2-Melder und so weiter und so fort, alles da. Hier war auch schon ein Fenster. Es war eins von draußen, aber es war keins drin. Das heißt, die hatten damals hier einfach eine Klimaanlage hier unten drin und haben dann gedacht, die Klimaanlage brauchen wir nicht mehr. Naja, weißt du was, wir machen Kasten und Drywall davor. Also haben die das ganze Ding hier mit Drywall zugemacht. Das heißt, man hat nichts mehr gesehen. Amis, geil, erlebt mal was. Weiter geht's. Dann haben wir hier das große Wohnzimmer. Dann haben wir die folgenden Abgänge. Das heißt, hier haben wir jetzt Schlafzimmer Nummer 1 oder 2. Da geht's auch ins Schlafzimmer. Das wäre jetzt Wohnbereich. Das heißt, hier kann man Couch stellen, Fernseher hängen, was auch immer. Und das Badezimmer schauen wir uns gleich an. Und hier haben wir auch noch die alten Türen wiederverwendet. Das heißt, diese Türen waren schon in dem alten Apartment hier. Die waren hier vorne und die haben wir jetzt für dieses Zimmer nach links gerutscht. Da haben wir dann noch die Klimaanlage, das heißt Klimaanlage und Heizung für dieses Zimmer. Alle einzeln steuerbar, klar. Kleiderschrank auch wieder mit so einer Foldable Door. Und hier noch schön die alte Holztür. Irgendwas Altes sollte natürlich noch bleiben. Und natürlich überall schöne LEDs, Recessed Lights. Da muss keiner irgendeine Lampe anbohren oder was auch immer. Das ist alles schon da. Was du hier oben hörst, was vielleicht ein bisschen laut sein mag, ist das Metalldach. Wobei, ich finde es nicht laut. Das war hier vorher mit dem Asphaltschindeln genauso laut, von daher. Hier einen komplett neuen Verteilerkasten hingemacht. Logisch, Siemens. Alles einzeln steuerbar. Das heißt, das mussten wir vom Code her machen, damit wir das hier oben auch hinlegen können. Haben sie auch abgenommen bekommen. Und hier unten schön Siemens. Das heißt, dieses Apartment hat seinen eigenen Verteilerkasten hier im Apartment. Irgendwie deutsch, ne? Siemens Verteiler, Bosch Klimaanlage. Was willst du machen? Mal schauen, ob das hält. Bosch. Dann kommen wir hier ins Schlafzimmer Nummer 2. Auch wieder Kleiderschrank. Das ist sozusagen die Dachschräge. Da haben wir den Platz in der Dachschräge mit ausgenutzt. Auch Foldable Door. Da kann man dann Kleider reinhängen oder Koffer, was auch immer. Und natürlich die Deckenhöhe ein bisschen erhöht. Das war vorher wirklich da, wo das Fenster aufhört. Genau hier oben war aber Deckenhöhe vorher. Das ging überhaupt nicht. Hier schön Blick nach vorne raus. Und so sieht es dann nach hinten durchgehend aus. Hier sind wir eigentlich über der Terrasse von unten drunter. Die haben wir komplett isoliert, damit es halt von der Wärme bleibt. Und komplett isoliert natürlich oben an den Wänden alles. Ein paar Wände sind, wie du hier siehst, schräg. Das Haus ist Baujahr 1935 und da haben wir jetzt gedacht, wir machen die Roofline, machen wir nicht neu. Das heißt, wenn wir hier oben irgendwas anpassen von der Dachform, dann hätten wir uns für alles Genehmigungen holen müssen, Baugenehmigung, was auch immer, und das wollten wir nicht. Deswegen haben wir das genommen, was da war, und haben das Beste draus gemacht. Riesengroßes Wohnzimmer, schöne hohe Decken. Da haben wir auch nochmal den Platz ausgenutzt und noch so eine kleine Abstellkammer, also Storage gemacht. Hier liegen noch die Teppichreste rum. Die werden wir noch unten im Apartment gebrauchen, zumindest für den Flur. Mal gucken, was wir da machen. Custom Window, also wir haben 3 Custom Windows erstellen lassen für dieses Apartment und haben dann mit diesen 3 Custom Windows die schön einbauen können. Das hat gepasst. Das Badezimmer ist genau da geblieben, wo es vorher war. Natürlich mit einer kleinen Restrukturierung, das heißt Badewanne, Anordnung und so weiter und so fort haben wir neu gemacht. Das ist nur Mülltüte, damit es ein bisschen Privacy ist. Abluft hier oben. Die Toilette ist noch die alte Toilette, die sie vorher schon war. Konnten wir wiederverwenden. Das sinkt natürlich genauso. Dann haben wir hier noch einen kleinen Cabinet-Schrank. Hier oben kann man noch ein Licht dran machen für den Spiegel. Spiegelschrank. Neue Fliesen. Ganz komplett neue Fliesenspiegel überall. Dusche, Duschwanne. Alles komplett neu. Die Fußbodenfliesen haben wir dann hier oben weitergeführt. Badewanne mit Dusche. Ja, ein süßes kleines Apartment, oder? Sehr, sehr schön. Und ich mache gerade die 3D-Aufnahmen hier. 4 Klimaanlagen, 4-mal Bosch. Das heißt, wir hatten hier oben vorher eine Gasheizung, aber nur eine Heizung. Wir wollten natürlich eine Klimaanlage für unsere Miete. Deswegen haben wir das komplett mit Klimaanlage ausgestattet. Was bleibt zu sagen? Renovierungsdauer, 3 Monate. Wir hatten einen kleinen Verzug, weil der Elektriker, der hat verbimmelt, die Genehmigung zu ziehen. Das heißt, wir mussten auf die Genehmigungen von der Stadt warten. Wir haben hier komplett das ganze Apartment entkernt. Das heißt, es war nichts mehr da, bis auf die Stats. Und dann haben wir uns die Elektrik angeschaut. Und die Elektrik war von, 1935 bis 1970 war alles dabei. Und den Teil mussten wir komplett rausmachen, komplett neue Leitungen ziehen und haben dann halt einfach in dem Atemzug alles gleich richtig gemacht. Wir haben jede Steckdose, jeden Lichtschalter, jede Lampe, Rauchmelder, CO2-Melder und so weiter und so fort alles komplett neu verkabelt und auch hier an die neuen Wände, die wir gestellt und gezogen haben, angeschlossen. Die Stadt musste das sich jetzt angucken und musste das abnehmen. Die Stadt wusste, dass wir hier arbeiten. Nun hat es aber leider der Elektriker verbimmelt, der Stadt Bescheid zu geben, dass wir soweit sind. Und zweitens kam der irgendwie persönlich mit dem Inspektor der Stadt nicht klar. Die beiden hatten sich in den Haaren und die ganze Aktion hat uns circa 2 bis 3 Wochen nach hinten geworfen. Der Inspektor muss erst kommen und schauen, dass die Verkabelung auch richtig gemacht wurde, bevor wir die Wände zumachen können. Zumachen heißt Isolierung rein, Trockenwand rein, streichen und so weiter und so fort. Und das ging eben nicht, bis nicht die Abnahme der Stadt erfolgt ist. Wie du hier siehst, ein paar Sachen konnten wir schon isolieren, aber nicht alles. Wie gesagt, sinnlose Aktion, absolut
absolut unnötig und hat uns eben 2 bis 3 Wochen nach hinten geworfen. Andernfalls wären wir über knapp 2 Monate Bauzeit nicht hinausgekommen. Wenn du Fragen zum Thema Bau, Materialien, Technik zu Immobilien hier in den USA hast, stell deine Frage in den Kommentaren unter diesem Video. Wenn du Themenwünsche hast, irgendwas genau bearbeitet oder erklärt haben möchtest, frag einfach. Dafür sind die Kommentare da. Kommen wir zum Dach. Das Dach, haben wir festgestellt, hatte 5 bis 8 Schichten Dach drauf. Das heißt, wir hatten Zedernschindeln und dann nochmal bis zu 7 Schichten Teer und Dachpappe und was auch immer übereinander. Das heißt, die letzten Besitzer von diesem Haus, die letzten 80 Jahre, 90 Jahre, haben nichts repariert, sondern haben immer nur schön oben drauf gemacht. Ne? Ami-Style eben. Was machen wir? Wir haben alles runtergemacht. Das war ein riesengroßer Container, komplett voll. Alles runter und einmal neu. Das ist dann doch ein bisschen mehr geworden hier. Ein ganzer Dumpster voll. Crazy. Was haben wir neu drauf gemacht? Metalldach. Mit neuen Dachrinnen und Gutterguards oben drauf. Also für minimale Wartung. Das heißt, die müssen wir nie sauber machen, weil sie nie voll werden. Sehr schön. Noch ein paar Fußspuren drauf. Aber hey, da kommen auch noch Dachrinne ran. Schön, oder? Wir hatten hier eine amische Dachdecker-Crew. Amische kannst du mal googeln. Das sind hervorragende Handwerker. Die haben hier das komplette Dach neu gemacht. Alles schönes, schwarzes Metalldach. Fliegen wir mal drüber. Deine Meinung ist jetzt gefragt. Wie findest du die Wohnung? Was schaut gut aus? Was hätte ich besser machen können? Schreib es mir in die Kommentare. Jetzt sind wir mit den Außenarbeiten fertig. Das neue Dach ist drauf, die Elektrik oben ist verlegt, alles komplett oben fertig im Apartment. Und jetzt, was kommt nun? Ganz klar, das Apartment unten. Das Apartment unten wird jetzt wie oben erstmal komplett entkernt. Alle Plastering-Wände müssen raus, alte Elektrik muss raus. Alle Holzbalken, die verrottet sind oder neu gedoppelt werden müssen, die müssen raus bzw. rein, neue Wände gezogen und so weiter und so fort. Kleiner Ausblick, im unteren Apartment werden wir auch den Grundriss komplett ändern. Aktuell hast du ein großes Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, 1 Apartment. Das Ziel danach wird sein, wir haben 1 Apartment mit 2 Schlafzimmern und ein kleines Studio-Apartment. Das heißt, der Grundriss unten wird komplett verändert. Naja, nicht komplett, aber er wird verändert, merklich verändert. Im nächsten Video siehst du alle Details dazu. Jedes Apartment bekommt eine eigene Heizungsanlage, die komplette Elektrik muss ausgetauscht werden, neue Wände, neue Fußböden, alles neu, komplett. Natürlich siehst du auch im nächsten Video dann alle Zahlen. Das heißt, wenn das Erdgeschoss komplett renoviert wurde, dann machen wir Kassensturz. Was hat die ganze Aktion gekostet? Wenn es vermietet ist, was kriegen wir an Mieteinnahmen? Lohnt sich so ein Projekt? All das im nächsten Video. Wenn du das nicht verpassen möchtest, abonnierst du am besten meinen Kanal. Dann wirst du von YouTube umgehend informiert, wenn das Video online ist. Das war's für dieses Video. Jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.